Und das Rennen ist gestartet und da geht's gut nach vorne und außen Udi Delaunay. Der hat da starten gelernt. Die, so geht es die Gegenseite entlang. Udi Delaunay mit der Führung gegen Scoop und außen Nintendo SAS. An der Innenkante Franzl Crown. Außen trabt Franck Ribéry. Das sind die ersten Pferde. 14-4 als nächste Durchgangszeit. Dahinter dann Bogi Boko. An der Innenkante dann Zapadeo und dann Harry Spa. Etwas zurück Errol Bo. Mit diesen Positionen durchläuft das Feld den Loroper Bogen und steuert die Tribünen gerade an. Udi Delaunay weiter an der Spitze. Hat das Kommando, führt gegen eins, außen. Oh, die Eins. Harry Spahn nach einem Fehler disqualifiziert. Udi Delaunay geht mit der Führung von Zielab auf die Schlussrunde. Außen Nintendo SAS an der Innenkante Scoop. Die ersten drei weiterhin und so ging es am 1000 Meter Pfosten vorbei. Dahinter dann Franck Ribéry, innen Franzl Crown. Zum zweiten Mal ist das Feld in diesem Bogen der vorletzte und Udi Delaunay weiter an der Spitze gegen Nintendo SAS, innen Scoop. Dann Franzl Crown mit Franck Ribéry, Zapadeo an der Innenkante. Außen geht Bogi Boko und etwas zurück Errol Bo. Das sind die unveränderten Positionen, da nun letztmals die Gegenseite passiert wird. 16-4 die nächste Zwischenzeit und Udi Delaunay behauptet sich gegen Nintendo SAS. Der in zweiter Spur geht, zweites Pferd ist Ende gegenüber, ist erreicht. 500 Meter noch bis zum Ziel. Und jetzt kommt der Angriff von Bogi Boko. Bogi Boko kommt da in dritter Spur und parkt nochmal ein hinter Nintendo SAS. Udi Delaunay wird aufgefordert. Nintendo SAS, der sitzt außen noch ganz ruhig. Dahinter lauert Bogi Boko an der Innenkante Scoop. Das Feld steuert den letzten Bogen nicht mehr an, sondern kommt aus dem letzten Bogen heraus. Es geht um die letzte Ecke und Udi Delaunay ist geschlagen. Da kommt nun Nintendo SAS, aber außen kommt Bogi Boko. Bogi Boko geht nach vorne, dahinter sucht Scoop die Lage heraus, wird herausgenommen, aber Bogi Boko geht hier auf und davon. Bogi Boko ist souverän. Bogi Boko dahinter, Scoop und dann noch Errol Bo mit viel Speed. Vorläufiger Sieger, die 7 Bogi Boko. Dann die 6 Scoop und die 4 Errol Bo. 7, 6, 4.